Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect 2 im Pausebildschirm, weil ich nicht speichern konnte und weil wir jetzt mit Jack und Grant und Tali auf dem Weg sind, uns den Weg durch diesen Raum voller Seeker zu bahnen. Wir müssen dabei auf Jack aufpassen, die wird uns mit ihrem biotischen Feld vor den Seeker-Schwärmen schützen. Wir müssen möglichst sehen, dass wir alle Gegner rechtzeitig aus dem Weg räumen. Kleinen Moment. Da hat mich ein Frosch im Hals überrascht und jetzt geht's los. Stopp. Ganz kurz wollte ich gucken, zerreißt Schilde und synthetische Feinde. Gut, wir lassen mal die Disruptor-Muni drauf. Ich pack auch mal auf die... die Disruptor-Muni. Möchte aber erstmal wieder die MP ausrüsten. Seid die anderen alle top? Natürlich nicht. So ist es richtig. Wechseln Sie! Wechseln Sie! Blablabla. Und die Brand-Muni. Waffe wechseln! Hä? Alles cool? Fummel. Ihr seht's, oder ihr habt's gesehen. Verdammt, die Schwärme stören den Funkkontakt. Sobald einer das Kraftfeld verlässt... Sind Sie bereit? Ist Grant eben schon von Seekern angegangen worden. Ah, okay, wir müssen mit Jack... Okay, ach so, bis hierhin läuft sie jetzt. Na toll, jetzt hätte ich auch speichern können. Ist ja lustig, na gut. Also bis hierhin läuft sie, jetzt können wir uns quasi nochmal ausrüsten und wenn wir Jack oder uns nochmal um unsere Waffen kümmern und wenn wir Jack jetzt Bescheid sagen, dann geht das los. Boah, da musste ich mich schon wieder räuspern, ist das gerade wieder... Mann, nervig. Gut, Jack, abrücken. Gehen wir, Commander. Jawohl. Schnuggi, ab geht die Post. Entschuldigung, Tali, das hast du nicht gehört. Feind nähert sich. Wo denn? Ich werde mich plötzlich Sie haben uns gesehen. Schon unterwegs. Sie können sich nicht widersetzen. So kann ich nicht kämpfen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken. Sie können sich nicht widersetzen. Grant, sei doch mal ein bisschen netter zu unseren Gastgebern. Wir übernehmen die Kontrolle. Ach, da unten. Ich weiß, dass Sie das spüren. Sie wird doch gar nicht mehr von der Barriere geschützt. Sie können sich nicht wieder... Na bitte. Ja. Direkte Intervention, oh Mann, ey. Ist notwendig. Wie mir das auf den Piss geht... Ich werde mich persönlich darum kümmern. Immer dieses Kontrolle übernehmen. Frei. Ja. Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken. Alles frei und die MP ist so gut wie leer. Gibt's hier Muni? Ich kann ja mal speichern und euch präsentieren, was passiert, wenn wir das Kraftfeld verlassen. Zurück in die Barriere. Seht ihr, wir werden ganz schön angegangen. Leider sehe ich jetzt außerhalb keine Munition rumliegen. Das würde man halt schaffen, kurz zur Muni zu sprinten und wieder zurück zu sprinten, aber im Moment sehe ich hier nichts. Aber wir speichern auf jeden Fall. Ja, und sagen dann Jack direkt Bescheid, dass es weitergehen kann. Bin bereit, Commander. Na, ich auch. Aber sowas von. Da liegt Muni. Garrus, du packst das aber. Du lenkst die, du führst sie. Du bist ein Führer! Feinde, hallo? Vor uns. Wieso kann ich die Muni nicht aufnehmen? Geht doch. Oh nein!
Ah, Rodasks! Ah! Sterbt! Sterbt! Kommen die jetzt nicht von rechts und links? Wo fliegt ihr hin? Ich habe keine Deckung. Wir sind die Vorboten ihres Schicksals. Ja, ja, du gehst mir erstmal tierisch auf den Piss. So, bevor wir den Vorboten umholzen, holze ich jetzt alle anderen weg. Jeden einzelnen holze ich hier um. Damit hier keine Kontrolle mehr übernommen werden kann. Ich hoffe, Grunt und Tali schaffen es den Vorboten offenbar nicht. Ich liege unter Beschuss. Sie werden den Schmerz kennenlernen. Barriere. Ihre Hülle ist zerbrechend. Wir sterben. Alles frei. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind vorzurücken, Commander. Holy Macaroni, war das knapp. Sind die beiden eigentlich umgekippt? Das ist halt das Risiko, wenn man sich nicht um den Vorboten kümmert. Die anderen beiden kriegen den nur in den seltensten Fällen down. Und dann passiert das, was eben passiert ist. Aber so, auf der anderen Seite, verhindert man so, dass eben weitere Vorboten erschaffen werden können. Munition! Gut, wir sind wieder relativ gut dabei, was die Muni angeht. Wir speichern das. Und dann geht's weiter. Gehen wir! Jawohl, Jack, zu Befehl! Ich finde diese Mission auch so genial gemacht. Das ganze Spiel ist genial. Punkt. Bist du nachgeladen? Jetzt bist du nachgeladen. Jetzt möchte ich wieder auf die MP wechseln, weil hier liegt nämlich Munition rum. Guter Schuss. Danke. Ich speichere das nochmal. Ich kann nicht speichern. Ich kann nicht speichern. Aber Garrus hat gesagt, guter Schuss. Das hat zwar wahrscheinlich die Jungs gegolten. Könnte ein richtiges Feuergefecht werden. Ich halte die Stellung, bis sie bereit zum Abzug sind. Oh. In den Arsch! Das war schlecht von mir. bin ich da... Hab ich da nicht in Deckung gestanden, oder... Oh nein, wo laden wir jetzt? Oder wo starten wir jetzt? Wahrscheinlich da, wo wir... wo ich das letzte Mal zwischengespeichert habe, wo wir den Vorboten erledigt haben. Gehe ich mal von aus. Ja, ich weiß nicht, ob ich da nicht richtig in Deckung stand, oder ob ich einfach wieder nicht rechtzeitig in Deckung gegangen bin. Aber ich entsinne mich, dass das hier auch nicht gerade nett war. So. Da bringt's aber auch nichts, mit der Sniper zu hantieren. Das hat auch wenig Sinn. Gehen wir! Ja, gehen wir. Also von links kommen sie. Das heißt, wir könnten uns auch einfach ein bisschen weiter hinten Deckung suchen. Da, wo die Munition liegt, zum Beispiel. Dann wäre das ein bisschen stressfrei. Ich weiß nicht, ob es stressfreier wäre. Könnte ein richtiges Feuergefecht werden. Ich halte die Stellung, bis sie bereit zum Abzug sind. Sie gehören alle hier. Wenn ich ja wüsste...
Wenn ich ja wüsste, dass die anderen mal hier irgendwas auf die Reihe kriegen würden. Scheiße, scheiße, scheiße. Mann, ey. Stirb doch einfach. Alles frei. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind vorzurücken, Commander. Boah. Ja, und das habe ich hier auch noch ziemlich ätzend in Erinnerung, diese Stelle. Aber wir haben es nichtsdestotrotz geschafft und speichern das natürlich sowas von ab. Munition liegt hier gar nicht mehr rum, die haben wir alle verbraucht. 214, 234 Schuss noch. Ja, das passt aber. Weiter geht's. Ziehe mich zurück, Commander. Wie ziehe mich zurück, Commander? Sind wir schon da? Haben wir es geschafft? Perfekt ist gut. Bereit machen. Versuche durchzuhalten. Ein Stückchen noch. Komm schon, Jack. Gib alles. Ich sehe den Eingang. Wir müssen dorthin. Rasch. Los, du bist stark genug. Puh. Yes. Durchhalten, wir haben es fast geschafft. Komm schon! Wir müssen schnell weiter, Shepard. Also gut, weiter! Wir setzen nach, weiter so! Beeilung, Shepard! Komm schon, Jack, gib alles! Oh yes. Sie gibt alles. Hören Sie mich. Kommen Sie schon, Shepard. Wo sind Sie? Ich höre. Was ist Ihre Position? Sind an der Tür umzingelt und unter schwerem Beschuss. Okay. Wir kommen. Halten Sie durch. Öffnen Sie die Tür. Na los! Tür versiegeln! Auch Garrus hat's gepackt. Joker, sauber. Sind Sie am Treffpunkt? Ich bin da, Commander. Chakwas ist gerade mit dem Rest der Crew eingetroffen. Yes, auch das ging gut. Mr. Taylors Gruppe ist gerade angekommen, Shepard. Keine Verluste. Top. Ausgezeichnet. Jetzt Sag geht's um alles. Eddie, wie sieht unser nächster Schritt aus? In der Nähe müsste es einige Plattformen geben, über die Sie zur Hauptkontrollkonsole gelangen. Von dort aus können Sie das System überlasten und die Basis zerstören. Na, wenn's mehr nicht ist. Sie haben ein Problem. Vor der Tür sammelt sich eine gewaltige Anzahl Feinde. Hat nicht lang dauern, nur 5, 6, 7, 8. Jemand muss die Tür halten. Ja, hier weiß ich gar nicht mehr, was hier, ob das irgendeinen Einfluss hat. Jemand muss die Tür halten. Eine Nachhut könnte diese Position verteidigen und dafür sorgen, dass die Kollektoren uns nicht überwältigen. Wählen Sie ein Team aus, das mit Ihnen geht, Shepard. Alle anderen sollen sich hier einbunkern und ihnen den Rücken frei halten. Na gut. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Hier ist alles cool. Ich bin bereit, Commander. Das hoffe ich doch. Ich bin's auch. Das hoffe ich doch. Möchte jemand noch was sagen, bevor wir loslegen? Jetzt gibt's epische, epische Kampfrede. Aber hallo. Aufpassen. Die Kollektoren, die Reaper, die bedrohen nicht nur uns, die bedrohen alles und jeden. Für dieses Leben kämpfen wir.
Es geht um das große Ganze. Es war eine lange Reise, von der jeder Narben davontragen wird. Aber das alles hat uns genau an diesen Punkt geführt. In den nächsten Minuten werden wir alles gewinnen oder alles verlieren. Machen Sie mich stolz. Machen Sie sich selbst stolz. Wir geben unser Bestes. Viel Glück, Shepard. Besuch ist da. Okay, ich hoffe einfach mal. Wir können nicht speichern. Was soll das denn, Spiel? Da kommen noch mehr. Okay, wir können nicht speichern. Das heißt, an dieser Stelle wieder ein Schnitt im Menü und in der nächsten Folge geht es auch wieder im Menü weiter. Bis hier sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und beim nächsten Mal hauen wir noch mehr Kollektoren oben. Bis dahin, ciao, ciao.